Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und mein Name ist Mario Master. Ja, der ist immer noch da. Oh, geil, ne? Da bin ich schon wieder. Ja, möchtest du sagen, was beim letzten Mal passiert ist? Ja, ich habe den klassischen Modus gespielt und mit Link geschafft. Wir haben King K. Rool freigeschaltet. Und ich würde mal sagen, da wir jetzt King K. beziehungsweise da du jetzt King K. Rool freigeschaltet hast, mach doch mal den klassischen Modus mit ihm. Soll ich den mal ausprobieren? Okay. Ja. Ich möchte mal sehen, wie er sich spielen lässt. So, machen wir das. So, Medaille. Medaille. Aber Schwierigkeitsgrad gibt es nicht, ne? Ne. Und da sieht man auch, welches Bild man hat. Ja. Okay, sehr gut. Finde ich gut, wenn Übersicht gut ist. Ja. So, wen nehmen wir denn hier? Pink. Pink. Die absolut männlichste Farbe überhaupt. Natürlich nehme ich Pink. Grober, gröber, gerne. Größer, gröber, gerne. Ach, größer. Du kannst nicht lesen. Ah. Oh, ich fange natürlich wieder bei 5 an. Natürlich. Wir wollen nur hier weiter leben. Wir wollen nur hier Entertainment. Gut. Der erste Gegner ist Glurak. Kampf der Echsen. So, ich muss jetzt mal gucken, was der alles kann. Boom. Oh. Das aus Donkey Kong Country 2. Was macht er mit dem Ding? Damit kann er Sachen zu sich ransaugen. Guck mal. Was ist das? Ark! Ein Zoroark! Zum! Zum, 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 zum. Das ist noch ein Pokéball! Oh, Raichu! Hallo, Raichu! Das ist ein Milotic. Box. Ah, aus Donkey Kong 64. Aber ich dachte, wir werden nur Dings. Was kommen wir her? Ist das ein Konter? Ja, ist ein Konter. Dann greif mal an, Kollege! Boom! Oh, ein Boxhandschuh! Mitten in die Fresse! Eine Faust aus Stahl. In die Fresse. Extra klasse. Plus 0,6. Der nächste Gegner ist Bowser. Noch eine Echse. Hey, hey, da bin ich. Die haben mich gefangen. Aus Rette die Krone, ey. Kann man das Ding nicht irgendwie bewegen? Nee. Ruf. Wie Krone werfen? Das ist aus Donkey Kong Country. Kannst du gar nicht so lenken wie links Dingens hier. Nee, weil er hat auch am Ende von Donkey Kong Country, also im letzten Level, tatsächlich seine Krone so geworfen, die fliegt halt immer so gerade hin. Was, wie? Ja, natürlich. Was ist das denn? Achso, das ist das Ding. Killerauge. Falsche Richtung! Dreh um! LOL! Okay, das war extra klasse plus 0,7. Dieses Gewicht habe ich mir antrainiert. Noch einen dicken. Ich kämpfe ja nur gegen die dicken, kann das sein? Ich glaube ja. König DDD ist der nächste Gegner. Hast du den Angriff gesehen hier? War weg. Oh, geil. Obwohl, das ging glaube ich auch vorher, ne? Oh. Alter, Alter, du hast ein Schwert. Klaufreundiger Kremlin-König. Gegen einen selbsternannten König. Also ein richtig guter Rettungsmove von dem. Ich habe mal gegen Richter gekämpft. Der hat irgendwie eine Sense gehabt, die mich mit einem Schlag getötet hat, ey. Was? Richter war aus Castlevania, ne? Ja. Ich habe nie Castlevania gespielt, meine Freunde. Der hat eine Sense gehabt, die hat mich wortwörtlich mit einem Schlag erledigt. Alter. Im Abenteuermodus. Das war wieder mal extra klasse, plus 0,7. Gegen... Oh, Ridley. Noch ein größer. Ich bin sogar ein bisschen breiter. Was, wie Krone werfen? Ja, aber nur irgendwie, den seine Angriffe finde ich jetzt nicht so gut. Der hat nur so Fernangriffe und... Ich meine, der tut zwar sehr hart zuschlagen, aber... Oh, komm. Nein, doch. Hat schon gesehen, wer schon als neuer DLC-Charakter hinzugefügt wird? Joker aus Persona 5. Ja, nie gespielt. Ich auch nicht. Aber Joker kenne ich. Ist der Hauptcharakter von dem Spiel. Hey, meine Krone. Meine Krone? Das erinnert mich irgendwie an Super Mario 3D World. Oh, Ultra Smash, komm. Oh, ich weiß, was ein Ultra Smash ist. Ich weiß es. Ich weiß, was ein Ultra Smash ist. Ihr Krone, hol dir das Ding. Finger weg.
So, sehr gut. Oh, komm, setz ein. Wirklich mal hin. Und es ist die Kaputtomatik aus Donkey Kong 64 und piu! Mitten in die Fresse. Hat wie Donkey Kong Insel vernichtet. Das ist wirklich so. Wenn du in Donkey Kong 64 das Spiel beendet hast, zerstört wirklich seine Kaputtomatik die gesamte Insel. Das ist wirklich so. Wenn du gewinnst? Nein, wenn du das Spiel beendest. Ach so. Oh, Ganondorf. Oder so klein im Vergleich zu was ich vorher gekämpft habe. Ja, was passiert, wenn ich meine Krone nicht habe? Wenn man dann andere Moves hat oder so. Ich glaube, du kannst einfach nur deine Krone nicht mehr werfen. Was ist das denn? Ist das ein Pilz? Alter, das ist ein Pilz! Ich furze auf dich! Was ist das? Ey, der merkt einen Pilz auf dem Kopf. Was? Alter. Oh, ist leer. Oh. Ist er vergiftet oder? Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Au. Busch. Nein. Hier meine Krone. Nein. Wie? Keine Krone mehr. Nein. Oh, oh nein, der hat mich getroffen. Oh, was? Wenn du jetzt ein Ticket einsetzt, kannst du die Stufe beibehalten. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich auf der höchsten Stufe mit denen schaffe. Ah, eine Heilungszone. Oh mein Gott. Wurde von dem Baseball getroffen. Ja, ich habe den geworfen. Ja. What? Ich muss so einen rauslassen auf einmal. Ja. Geil. Okay, wer ist der nächste? Oh, Donkey Kong. Mach doch mal was. Kann man denn damit abwehren? Projektile? Nee, ganz normale Angriffe. Diese Angriffe. Ah! Da kann ich auch. Hier. Platsch. Platsch. Ey. Wie gesagt, du kannst halt mehr, kannst halt damit auch Sachen ansaugen. Das hat er auch in. Was? Ich meine Kanonenkugel wieder. Was? Ja, das konnte der tun. Und im letzten Kampf gegen. Komm mal her. Gegen King K. Rool in Donkey Kong Country 2. War ich das? Okay. Oh. Ja, so sieht das Gesicht eines Gewinners aus. Mit Zunge rausgestreckt und am Boden liegend. Ja, das Gesicht eines Gewinners. Und jetzt versuchen wir ganz schnell das Bonus-Level zu schaffen. Oh Gott, mit dem? Ja, los, lauf, lauf! Hamda, 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 hamda. Oh, schon wieder. Au, au. Perfekt. Warte, aber kannst du auch angreifen mit dem Ding. Lass mich durch. Der war gut. Aus mich. Ja, ich habe meine Krone verloren. Hast du gesehen, die lag da noch. Oh nein, du hast keine Krone mehr. Ja, du bist jetzt kein König. Ja, ich habe versucht, meine Krone zu werfen. Ah, du hast deine Krone wieder. Ah, geil. Ja. Ich glaube, du könntest jetzt ein Achievement dafür bekommen, weil du das so schnell geschafft hast. Das war schnell. Ja. Oh, Galeon! Wer ist das? Ein Bossgegner aus Super Smash Bros. Brawl. Ach, der Typ. Ja. Oh Gott. What the fuck, Galeon? Was macht der denn hier? Genau, ich vergaß. Alle Kämpfer sind ja hier. Bis auf Waluigi. Dafür haben wir eine Piranha-Pflanze. Ja. Alter. Tschüss. Aber beim ersten Versuch, komm. Ich habe gelacht, so schnell fliege ich ja nicht raus mit dem Ding. Mit dem Typen. Der Propeller macht sogar ein bisschen Schaden. Oh, ich glaube, du hast verärgert. Hey! Alter! Die Bosse im Brawl fand ich richtig schwer damals. Ja, waren sie auch. Der finale Boss, der war irgendwie
Der war mega schwer, aber ich habe sogar mal geschafft, den zu fangen. Und ihn in der Trophäe zu stecken. Alter, mein Gott, du hast ihn gleich. Vorsicht! Aha! Na komm! Nein! Nein! So nicht! Nein, ich habe auch angegriffen! Nein! Das gibt's doch nicht mal! Scheiße! Warte, du! Na, warte, die schnapp ich mir! Rüstert! Mit Krone! Dieser Pisser! Und auch! Ey, ich habe meine Krone geworfen. Das ist so ärgerlich, ey. Das ist wirklich ärgerlich. Ich hätte nie gedacht, dass der Final Boss hier Galliom ist. Und wie sieht dein Bild aus? 7,6. Was hatte ich vorhin? Nope. Da hatte ich ein bisschen weniger, weil Link war ein bisschen mehr in der Mitte, glaube ich. Ja, das ist ein bisschen weniger. Ich bin offiziell besser mit dem als mit Link. Ja. Verdammt. Boah. Jetzt nochmal. Nimm das, ihr Typen. Hiroki Umehara, Satoshi und ihr, wie auch immer ihr heißt. Ich kann eure Namen nicht aussprechen. Also ein zukünftiger Main wird der auf jeden Fall nicht. Weil ich den seine ganzen Angriffe irgendwie nicht benutze. Ey. Nee. Nee, der hat so viele Angriffe irgendwie, die ich nie benutze. Ich tue mal hin und wieder die Krone werfen und und dann verliere ich sie. Ich habe irgendwie Rückblenden aus Dings. Ja, wie ich vergesse immer wieder den Namen, was wir gespielt haben. Donkey Kong Country Tropical Freeze? Nee, Mario. Wii U. 3D World, ne? 3D World. Wo wir uns immer um die Krone gekloppt haben. Da habe ich irgendwie direkt zurückblenden bekommen von. Aha, weil du immer wieder deine Krone wirfst und du dann verlierst. Gegen mich. Genau, ich habe meine Krone auch immer geworfen auf dich. Ja. Okay, du hast sie nicht geworfen, sondern ich habe sie dir einfach abgenommen. Na, und weißt du warum? Weil ich es verdammt nochmal kann. Und weil du sie Gott verdammt nochmal nicht verdient hast. Oh doch. Nein. Luigi ist voll der König. Nein. Eindeutig. Nein, niemals. Oh doch. Niemals. Könige tragen immer grün. Nein, Könige tragen immer blau. Die haben Dings irgendwie, das Kostüm, was ich immer für Mario nehme, haben sie nicht mehr hier drin. Feuerblumenkostüm. Ja. Ja. Habe ich verärgert. Das ärgerte mich auch ein bisschen. Ich meine, mit Samba zwar Dings hier für den, von dem Helm. Achso, den Super Mario Maker Helm. Ja, genau, mein Gott. Ja, und dann haben sie ihn auch noch das Hochzeit. Auch. Ja, das haben sie jetzt dazu. Das finde ich aber auch ehrlich gesagt cool. Weil ich habe ja Super Mario Odyssey habe ich ja durchgespielt. Komplett. Ja. Also wirklich alles. Ich habe alles gefunden. Was es geht, ich habe einfach alles. Jetzt hat nur noch ein paar DLC-Kostüme, die jetzt noch per Updates noch dazugekommen sind. Muss ich mir irgendwann noch holen. Weil dann heißt es, muss ich wieder Münzen sammeln. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt gerade keinen Bock darauf, Münzen zu sammeln. Ich will lieber Super Smash Bros. Spielen. Ja. Machst du auch wahrscheinlich direkt, wenn du nach Hause kommst, ne? Natürlich. Weil es ihm leid wird, mir zuzugucken. Nee, es wird mir nicht leid, halt ihm zuzusehen. Und damit ihr wisst, ich werde ihm auch gleich noch als Freund hinzufügen. Ja. Damit ich auch einen hab, ey. Ha. Dann hat er einen. Ja. Weil sonst ist er so alleine. Ja. Oh, was für ein cooles Bild, ey. Das Auge. Das Auge. Das sind eigentlich nur halbwegs faire Rivalen, ey. Der eine ist ein Riesenaffe, der eine ist ein Riesenalligator. Morak. Ja. Wer ist das? Keine Ahnung, wer das ist. Sieht aus irgendwie aus Advance Wars oder irgendwie sowas. Wenn du mal X drückst, dann kannst du auch sehen, wo. Sieht mehr aus wie ein Fire Emblem Charakter. Nee, Fire Emblem ist das nicht. Nicht? Nee, glaube ich nicht. Sieht so modern aus. Zu modern? Na gut. Oh, neuer Gegner. Was ist das denn? Ach, Eisclimber, oder? Sind die Eisclimbers? Absolut, es sind die Eisclimbers. Ich hab's nie erkannt. Wie Krone werfen? In die Fresse. Wie die Fresse? In die Fresse. Au. Oh nein. Oh mein Gott. Sie wissen. Was setzt noch mal hier irgendein Angriff ein? Heute will einfach nicht. Mit einem Fire Emblem Charakter kriege ich die Konter hin, aber. Aber nicht mit King K. Rool. Nee, irgendwie nicht. So, Alter. Verschreut euch doch nicht so. Oh Gott. Stimmt ja, da war ja was.
War gar nicht in den letzten Smash Bros., oder? Nein, die waren nicht dabei. Nein, warum auch immer. Nein, ich meine die Level. Nee, waren sie nicht. Die Ice Climbers kämpfen nur mit. Cool. Oh, 15 Minuten haben wir nur. Kann ich ja noch einen machen. Nochmal einmal klassisch. Jo. Snacks. Und Lukas. Lukas. Hey Lukas, was geht ab, Lukas? Hallo Lukas. Na gut, wer soll dein Charakter sein? Oh, Ice Climbers will ich nicht unbedingt spielen, mit dem bin ich nicht so gut. Dann würde ich mal sagen, spiel doch mal mit Mario. Ja, soll ich mit Mario? Ja. Alles klar. So, ohne das Feuerblumenkostüm. Was soll ich denn dann nehmen? Soll ich Hochzeits? Ja, nimm Marios Wrack, der sieht voll cool aus. Die große Gaming-Gala. Let's go, dein erster Gegner. Oh, ich brauche Captain Falcon. Deine ersten Gegner sind Link und Zelda. Also, du siehst echt gut aus. Ja, ich sehe passend für die Ehe aus. Das, ne? Ergebnis aus. What? Ey, die hat gefangen. Hallo? Was? Wie fangen? In der Luft. Kannst du das warten? Ja, genau. Okay. Die ist wohl abgetrennt. Nein. Was ist das? Ich glaube, eine Vergeltungsknarre ist da, glaube ich. Ja. Macht ja mehr Schaden, wenn man Schaden hat, ne? Ich glaube, ja. Wir gehen mir ganz schön auf die Fresse gerade. Alter! Das ist ein Pilz! Der läuft! Was? Wieso nicht? Der Pilz läuft! Da ist der. Was ist das? Was ist das? So. Sehr gut. Oh Gott. Oh nein. Klappt nicht. Oh, meine Steuerung ist umgedreht. Oh mein Gott. Das kann der Pilz also. Was ist das? Sehr gut. Das ist eine Elfentrophäe. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ey. Was ist da passiert? Oh Mann. So, gib mir das. So. Oh, Fliegenklatsche. Mario Paint. Die kann ich steuern. Das ist die Fliegenklatsche aus Mario Paint. Sehr geil. Geil. Okay, 4,5. Das wird wohl nichts gegen Kirby, Meta Knight und König DDD. Was soll? Die haben sich in die Luft gejagt. Das ist Green Greens aus Melee. Was erwartest du? Kloppen die sich auch gegenseitig oder gehen sie nur auf mich? Die kloppen sich auch gegenseitig. Hi, du bist aus, wie hieß dieses Spiel? Noch eine? Das ist ein 3DS. Oh, Bomberman! Hi! Hi, Bomberman! Ey, da ist auch passend, die sind überall Bomben. Das tut mir auch weh, nee, ne? Alter! Alter, was ist da passiert? Viel Explosion! Also, und er war aus dem Abenteuermodus dieser eine Level mit den ganz vielen kleinen Snakes und ja, genau. Das sind nur Explosionen gewesen. Explosionen. Der war voll furchtbar. Okay, Donkey Kong und Diddy Kong. Cape ist ein bisschen langsamer geworden, ne? Habe ich so ein Gefühl. Komm, schnapp dir die Affen. Schnapp dir diese Affenbande hier. Ja klar, mit Affen komme ich schon. Kämpfe schon seit Jahren. Was ist das hier? Oh. Hi. Und das ist eine Herzkeule. Verdammt! Ich hab's dir weggeblasen. Du hast sie weggeblasen. Das klingt so falsch. Ich hab's ja noch weggeblasen. Au. Oh, was war das denn? Weiß nicht. Jawohl. Ohne Mine, glaube ich. Ja. Wo ist das? Du hast die Affenbande vernichtet. Extra klasse. Oh, ein Gruppenkampf. Ja, die gleichen Gegner wie immer? Ja. Feuer ist effektiv gegen Pflanze. Aber. Ich sehe mal irgendwie andere Leute immer an diesem Combo. Die schmeißen einen irgendwie am Boden und dann machen die irgendwie diesen oben. Den oben Smash? Ja. Irgendwie den, ja. Werfen ihn so am Boden und dann dich.
irgendwie klappt das hier nicht. Wir haben ja schon viele Leute irgendwie angesehen, ja, Spiel spielen, und bei denen sieht das so einfach aus, ey. Wir sind ja auch competitive Spieler. Ich will auch competitive sein. Aber du bist nicht competitive. Ich weiß. Boah. Bin ich auch nicht. Oh, Pokéball. Victini. Oh, du hast Ultra Smash. Oh, geil. Oh, yeah. Ja. Feuer ist sehr effektiv gegen Pflanze, ja. Aber nicht sehr effektiv gegen Feuer. Das ist Pikachu. Da geht Pikachu. Da ist die Sense. Die hat ja allerdings Richter, glaube ich. Oh ja. Alter. Tot. Alter. Damit hat mich Richter immer mit einem Schlag kaputt gehauen. Ne? Alter. Ich bin einfach, weil ich habe da Donkey Kong, glaube ich, gespielt. Bin einfach aus dem Weg gegangen, habe den selber einer rüber gehauen. Mal einen Schritt weg, okay. Dann dich. Marv, Chrome und Ike. Hallöchen. The Blue Hair Group. Boah, wie heißen die nochmal? Diese blaue Gruppe, die alle so blau. Blue Man Group. Ja, Blue Man Group, genau. Ein totaler Abklatsch der Schlümpfe. Ah, ich habe auch ein Schwert hier. Was macht er jetzt? Die Blue Man Group ist ein totaler Abklatsch der Schlümpfe. Und die Schlümpfe sind schon langweilig. Ja. Ich fordere euch zu einem Sternkampf heraus. Sternkampf? Schwertkampf. Oh. Na, oh. Kennst du den Stern? Oh mein Gott, der hat sich selbst damit erledigt. Hey, gepriesen sei Super Mario Galaxy 1 und 2. Ja. Das war extra klasse. Plus 0,9. 0,9. Oh. Hallo, ich ein. Oh, gegen alle 8. Alter. Was ist das? Ich hab gerade so einen perfekten Block aus Versehen gemacht. Ja? Ja. Ja. Ich glaube, der Bildschirm leuchtet da immer so ganz kurz. Ja. Ey. Ja. Mehr. Nein. Aha. Nein. Nein. Oh. Ja, was ist das? Oh. Ich glaube, die Level kam erst als DLC dazu bei Smash 4, ne? Nein, das ist. Das ist das Schloss aus Melee. Ach, Peach, ich denke gerade an Peach Schloss, ne? Ja, Peach Schloss aus Super Mario 4. Ja, super. Okay. Ich glaube, der rechte ist der echte. Der rechte ist der echte. Der ist breiter. Der ist echt. Der da oben ist echt. Der andere ist falsch. Pass mich nicht an. Ha! Du hast ihn! Jetzt geht mal alle weg. Jetzt! Genau, geht nicht weg. Oh. Ah, verdammt, so hoch! Ach nein! Du, verpiss dich. Verpiss er sich, Larry. Ja. Du warst voll schlecht in Mario Luigi Super Saga. Danach muss ich immer noch gegen 4 oder 5 gegen die kämpfen, ey. Ja. Boom. Wir in den Stern reingehauen. Da könnte man verrecken. Tschüss. Oh, Wendy Tschüss. Ist raus. Danach kommen immer noch 3 oder 4. Ja, sie sind überall. Sie kommen immer wieder. Der ist weg. Ah, Larry ist weg. Ich bin auch weg. Nee, du bist noch nicht weg. Oh Gott, das Ludwig. Ludwig von. Der ist weg. Boy ist weg. Ich bin weg. Immer noch nicht weg. Und das Bowser Junior. Oh nein. Oh oh. Tschüss. Was passiert denn da unten? Da fliegt immer ein Riesenkugelwilli in das Schloss hinein und explodiert dann. Mist dich. So. Okay, Bowser Junior ist weg. Komm schon, ihr beiden noch. Boom. Wir fliegen die auch voll schnell weg, ey. So, ich. Cool. Aber auch. Ich habe auch. Ich habe auch. Du aber auch. Jetzt kommt hier rüber. Ja, ich glaube, ich spreche immer noch einmal. Oh nein. Oh. Hat ich mit seinem Zauberstab gehauen, ey. Deine Stufe wird heruntergesetzt. Jetzt bin ich wieder da. Macht er jetzt. Okay. Uhu. Verpiss dich. Mio streckt mir die Zunge raus. Lemmy ist weg. Komm, nur noch Ludwig. Den allerbesten. Digga, fliegen. Diese Zeitlupeneffekt finde ich gut. Ja, der ist voll mega. Das ist genau wie bei Fallout, wenn man den letzten Kill macht. Nur ein wenig brutaler. Ja, also.
Es ist genauso wie in Fallout natürlich. Ja, man schießt, der letzte Schuss, der geht voll durch ein Gesicht durch, zersprengt den Kopf. Genauso ist das hier auch. Ja. Nur halt nicht so brutal. Was passiert eigentlich, wenn man das hier nicht schafft? Kriegt man, ist dann vorbei. Lass mich ja durch. Vorsicht, das schwarze Loch. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Ich hab's bis jetzt noch nicht herausgefunden, weil ich immer das Level geschafft habe. Kaputt. Ich meine, hinter dir ist ein schwarzes Loch, aber trotzdem erstmal Münzen einsammeln, ne? Ja, natürlich, ich bin Mario. Warum Münzen? Münzen? Money. Must be funny. Das schwarze Loch war schon hinter dir her und du hast es trotzdem schneller als King K. Rool geschafft. Was im Rat macht der letzte Boss bei dem ist? Giga Bowser? Dann hast du recht, aber erstmal gegen Bowser. Ah. So musst du normal gegen Bowser kämpfen. Das war irgendwie so ein finaler Boss aus Melee, ne? Ja. Hab ich auch erst seit kurzem herausgefunden. Ja klar, ich hatte schon mal die Ehre gegen ihn zu kämpfen und mein Gott, ich hatte sogar schon mehrmals die Ehre gegen ihn zu kämpfen, weil es gab sogar eine Mission, wo du gegen Vegan Giga Bowser kämpfen musstest. Also ich meine sogar, es war die letzte Mission aus den Aufgaben. Also Melee habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Also, ja, obwohl doch eigentlich, na klar habe ich das gespielt, aber ich nie besessen. Ich habe es seit der Wii irgendwie. Richtig. Jede Nintendo-Konsole. Ja. Ja gut, okay, du hast Bowser besiegt. Bowser entwickelt sich zu Giga Bowser. Okay, fang an. Ohne Tomate. Ich vielleicht noch nicht jetzt nehmen sollen, aber egal. Kann ich ihn am Schwanz fassen und dann drehen? Nein. Oh, ich kann mich auch drehen. So. Aber Giga Bowser ist, wie du sehen kannst, extrem langsam. Ja. Hat wie Explosion. Oh nein. Greifen. Oh mein Gott. Hilfe. In die Fresse. In die Fresse. Also, hast du ja mal Hintergrund gesehen, ne? Ja. Das war das Ende der Welt, ne? Yeah. Daumen nach oben. Ding. Der Daumen nach oben, den ihr auch hinterlassen könnt. Unter diesem Video. Genau. Macht es jetzt. Oh, jetzt. Und 7,9. Gut gemacht. Oh, jetzt Link ganz aus dem Bild. Oh. Ja. Oh, 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 guck mal da, das ist Mega Man. Ich habe Palutena gesehen. Hast du auch Palutena gesehen? Nö. Was? Nein? Warum nicht? Sie ist so sexy. Ich meine, sie ist die Göttin des Lichts. Ja. Ja, ich muss da drücken. Ach ja, ich muss ja den machen. Vernichte alles, was dir im Weg steht. Wie willst du denn noch als DLC-Kämpfer haben? Wenn ich als DLC-Kämpfer haben möchte, boah, schwierig zu sagen. Ich hätte gerne ein paar Octopath-Charaktere tatsächlich. Aber. Nicht, auch wenn das überhaupt nicht der Fall sein wird. Wen hättest du denn gerne noch? Ich hätte, wenn wir schon so viele Gastcharaktere nehmen, gerne Crash Bandicoot. Crash Bandicoot? Das war so mein Super Mario aus der Kindheit. Deswegen. Ja. Wäre sehr toll. Aber hätte vielleicht auch noch als die Zickkämpfer noch Shadow reinbringen können. Weil Shadow ist einfach so cool. Von Sonic, ja. Ja. Ja, weiß mal, die sagen ja immer, so viele Gastcharaktere kommen nicht und jetzt kommen sie schon wieder einen hinzugefügt aus den anderen. Ja, oder auch hier Castlevania. Ist ja auch ein Gastspiel. Castlevania kam doch für Nintendo, oder? Kann das für Nintendo? Ich weiß es gar nicht. Ja klar, also Castlevania 1 und 2 sind früher Nintendo-Spiele, Super Nintendo. Stimmt. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Habe ich aber auch nie gespielt. Ich auch nicht. Obwohl es interessant aussieht. Aber ich kenne nur irgendwie Simon Belmont. Ja, und halt Richter. Ja, ne, den kann ich zum Beispiel wieder nicht. Ich kenne nur noch Alucard oder Dracula, ja. Dracula, den sollte man ja kennen. Oh. Mein Dracula, er ist so bleich und er funkelt so sehr. Ja, und er wirft ein Glas auf einen. Was? Ja, irgendwie so eine Cutscene, also eine ganz berühmte Cutscene mit denen, wenn man ihn zum ersten Mal trifft und irgendwie, kennst du das Fanspiel I Wanna Be the Guy? Ja.
Hast du schon mal gespielt? Nein. Okay. Ist ein Mega Man Klon. Ja, das ist extrem schwer, habe ich gehört. Ich weiß. Also, weil man da ja so viel raged, dass man keinen Bock mehr auf das Spiel hat. Ja. Weil da haben sie irgendwie die Szene parodiert von Castlevania. Nur, nur anstatt irgendwie die Stimme von Simon haben sie irgendwie so eine weiß ich nicht. Like so, die Monster, you don't belong in this world. Und Dracula hat die ganz normale Stimme und dann in der Cutscene wirft er das Glas auf ein und in I Wanna Be the Guy tötet ja alles ein und man, wenn man von dem Glas getroffen wird, stirbt man. Was? Also man wird sozusagen in der Cutscene erledigt. Alter, und guck die ganzen Marios an. Ja, sehr schön. So viele Marios. So viele Marios. Also. Doch, so, noch ein Kämpfer. Ja. Mario. Wollschnuffel. Oh. Yoshi's Woolly World. Könnten wir auch mal spielen. Die sind aus Fire Emblem. Ja? Ja. Fire Emblem 1 oder so, glaube ich. Ja, wir könnten mal Yoshi's Woolly World spielen. Wenn ich hier den Wollschnuffel sehe, könnten wir spielen. Ja, auch zu zweit? Ich denke ja. Ich denke mal schon, weil ich habe Yoshi's Woolly World und... Oh! Sonic Heroes. Oh, it's Sonic. Oh, Green Hill Zone. Ja, natürlich, Green Hill Zone. Man hätte auch die Windy Hill Zone holen können, man auch nehmen können. Und da ist er weg. Lol. Bei mir hat Sonic sich ein bisschen zur Wehr gesetzt. Ja. Ist auf jeden Fall sehr viel einfacher als Abenteuermodus. Ja. Cool. Ja, gut. Wir haben zwei neue Charaktere vorgestellt, die Ice Climbers und Sonic. Und der Hedgehog. Gotta go fast. Gotta go fast. Vielleicht schon fast im nächsten Part. Ja. Wollen wir mal sehen, ne? Hm. Gut, dann beenden wir den Part hier und sagen ciao. Ciao. Bye bye. Bye.